Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und ja, heute werden wir mal ein bisschen Mech-Kram machen, denn wir brauchen dringend einen Reinigungsroboter, der so ein bisschen hier für Sauberkeit sorgen kann. Einen Agrarhelfer brauchen wir jetzt nicht unbedingt, da haben wir eigentlich genug Leute für. Diablos ist herbeirufbar. Wäre eine Idee. Ich meine, da kommen wir schon eine ganze Ecke weiter mit. Vor allem würden wir dann Mittelstufe MagTech bekommen. Ja gut, ein Pikenier ist nun nicht so der Oberhammer. Wobei Schnitter ist ziemlich gut. Ein Schnitter könnten wir sehr gut gebrauchen. Ich würde sagen, dafür lohnt sich das eigentlich auch mit dem Diablos. Leider wird das nicht... Ach, die ganzen Pferde werden jetzt hier auch angezeigt. Die ganzen Tiere, wenn ich rauszoome, seht ihr das? Haben sie wohl eingefügt in das Plus-Kamera-Ding. Mir gar nicht aufgefallen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen irritierend. Vielleicht könnte man das ausstellen. Das wäre, finde ich, ganz toll. Das nervt, finde ich, ein bisschen. Randindikatoren. Ja, die sind dann weg. Das finde ich, ehrlich gesagt, nämlich ziemlich nervig. So, das sieht doch schon deutlich besser aus. Ja, das mit den Tieren finde ich okay. Das ist, finde ich, gut umgesetzt. Also ich sehe dann gleich sofort, wo alles ist. Das ist sehr übersichtlich, aber das mit diesen Randindikatoren ist ein bisschen too much. Das lenkt einen, finde ich, nur ab. Und ich habe heute ein großes Projekt abgeschlossen. Endlich. Ohne Witz. Das war so heftig. Ich habe so viel an diesem Video gearbeitet, also für einen anderen Kanal. Und das war so verdammt viel Arbeit. Ich habe gestern, glaube ich, locker nochmal 4-5 Stunden da geschnitten und ach... Jetzt ist es endlich fertig. Und da freue ich mich doch, dass wir jetzt hier ganz in Ruhe einfach RimWorld spielen können. Gut. Dann werde ich mir mal eben kurz Gedanken machen, wie wir das hier genau angehen. Also jetzt werde ich erstmal ein bisschen Stuff bauen für unseren Werten. Mech-Meister. Wie heißt er nochmal? Es gab da so einen Mechanitor. Mechanitor, genau. Der Mechanitor. Für den Mechanitor können wir das machen. Und dunkles Wrack. Du hast ein Notsignal abgefangen. Ein feindlicher Sangu-Fagenmeister und drei Diener befinden sich an Bord eines Shuttles. Wir könnten dann seine Sangophagen-Fähigkeiten bekommen. Da wir sowieso mit Blut versorgt sind. Ich hätte eine andere Idee. Aber da kommen wir gleich zu. Wir nehmen es an. Und vor allem werden wir die mal eben kurz auf Soldaten umschalten. Das machen wir mit allen, bis auf Jugger LP und Erasion. Wir werden gleich kämpfen müssen. Da ist er. Der wird auch gleich angreifen, höchstwahrscheinlich. Sangophage, blutiger Kult. Ja, langsamer Lerner macht den ziemlich schlecht. Extrem hässlich, ja. Ist mir egal, aber Medizin ist ziemlich gut. Der Pyromane ist schon ziemlich schlecht. Der Rest ist okay. So, jetzt haben wir hier die ausgerüstet. Sehr schön. Wir könnten auch mal eben schnell die Sachen aufstellen. Und zwar die Mini-Geschütze vor allem. Wir müssen die Leute nur ablenken können. Nur wo machen wir das am besten? Das ist das Problem bei denen ist,
Man könnte sie eher zur Abschreckung nehmen. Ich hatte das schon mal erklärt, ich werde es aber gerne nochmal erklären. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier alles umbauen mit denen, dann haben wir nachher ein Problem. Und zwar, die KI, die weiß, wo diese Geschütze stehen und die sehen diesen Radius. Das ist sowas wie ein Bedrohungsradius. Wenn ihr mal geguckt habt, wie die sich teilweise auch verhalten mit dem Laufen, die laufen da schön entlang. Die wissen also wirklich sehr genau, wo die sind. Das Problem ist, wenn die jetzt zum Beispiel keinen direkten Weg hierher sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sie droppen oder dass sie dich so durch irgendwelche Mauern durchschlagen. Ja? Und das wollen wir ja vermeiden, das ist ziemlich nervig. Deswegen können wir das so ein bisschen unbeliebter für die machen. Also die brauchen immer einen Weg, wo sie durch können, der auch recht einladend ist. Das ist recht gut, wenn wir sowas haben. Und in dem Fall machen wir das mal hier, dass das da hinten ein bisschen unattraktiver für die wird. Und die sagen, yo, wir gehen hier lang. Und da werde ich auch in Zukunft versuchen, das hier ein bisschen zuzubauen. Da können wir dann zum Beispiel auch mit Schieferblöcken arbeiten. Aber so verhält sich halt die KI, zumindest aus meiner Erfahrung. Ihr dürft mich gerne korrigieren, gar kein Problem. Falls ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, ist ja immer schön auch zu sehen, wie es bei anderen so läuft. Der Angriff wurde gestartet. Die kommen. Ich glaube sogar, die kommen von hier. Das heißt, wir können sogar von hier angreifen. Beziehungsweise uns hier wehren. Ja, sie laufen links rum. Das ist sehr gut. Und dann haben wir gleich noch eine kleine Unterstützung hier. Vor allem, wenn der explodieren sollte. Wäre das sehr, sehr gut. Ja, den Revolver können wir auch da hinten, der ist eh nicht so gut. Reichweite ist auch okay. Autoschrotflinte, das ist sehr schön, weil damit trifft er kein Scheunentor. Wie man gerade auch gesehen hat. Eindrucksvoll. Ja, das... Ein wertvoller Gefangener. Weil wir können mit dem verschiedene Dinge tun. Die Sangophagen von euch kennen, die wissen das auch. Und zwar, der hat besondere Eigenschaften. Und die könnten wir theoretisch bekommen. Wir könnten auch einfach irgendwelche Ansammlungen davon bekommen. Oder wir könnten uns einfach per Xenokeim das Ganze implantieren lassen. Das würde auch gehen. Der hat sogar keine Nachwirkungen gerade. Das heißt, das würde sogar klappen. Denke ich. Oh, no, 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 no. Oh, das wird nett. Der hat, glaube ich, einen Klarstahl. Oh. Aber nur normal, egal. Trotzdem gut. Ne? 10,43. Zum Vergleich, 10-4-3, 10-5-4. Hat allerdings eine bessere Nahkampfdurchdringung, von daher behalten wir das trotzdem nicht schlecht. Für Nahkämpfer ist das ziemlich gut. Also der hier, den nehmen wir definitiv mit. Genauso wie den. Ja, den oben können wir laufen lassen, das ist nicht so schlimm. Wir könnten ihm vielleicht hinterherrennen. Ihnen eine Faust geben. Ja, können wir machen. Außerhalb der Befehlsreichweite. Willst du mich verarschen? Ich gebe dir gleich Befehlsreichweite. Weiß nicht, wen ich da eben angeklickt habe. So, Vollautomatik. Flinten, die nehmen wir natürlich auch mit. Aber er wird höchstwahrscheinlich schneller sein. Wobei, der hat einen Schuss drin. Der hat einen bionischen Arm. Oh. Mein lieber Scholli. Sagt man das noch? Ich glaube nicht, oder? Ich will diesen bionischen Arm haben.
Ich will diesen bionischen Arm haben. Weil der ist gut was wert. Und die schwere MP ist auch nicht verkehrt. Können wir selber herstellen irgendwann. Aber gut, dann zeige ich euch jetzt erstmal, was ich vorhabe. Das muss auch recht schnell passieren. Wir werden dem die Beine abhacken. Das konnte sich wahrscheinlich schon fast jeder denken, der mich kennt. Oder der mir so ein bisschen beim Spielen zugeguckt hat. Remove linkes Bein und remove rechtes Bein. Das ist normalerweise mit zwei Operationen verbunden. Aber wir haben den übrigens schon getestet. Den Mod. Und der ist recht gut, also recht fair gestaltet. Und nicht, dass ihr denkt, oh mein Gott, das ist voll Cheating hier. Den haben wir getestet und das auch verglichen mit den Chancen. Also da muss man genauso auf den anderen Kram auch achten. Man muss da gucken, dass das hier alles soweit passt. Ich bin so ein bisschen überlegen, ob wir... Ja, wie wir das hier am besten machen mit dem. Also den Xenokeim möchte ich erstmal dich haben. Den können wir eventuell, können wir den woanders rein. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht können wir den auch extrahieren einfach. Aber wir müssen ihn erstmal nutzbar machen. Und das passiert halt durch die... Ja, wisst ihr was, lassen wir es erstmal weg. Wir müssen das gleich... ein bisschen anders machen, weil ich möchte jetzt erstmal die Leute wieder normal machen, dass sie hier nicht anfangen so verlangsamt. Dann dauert das alles Ewigkeiten. Wobei wir fangen mal mit was anderem an. Weil die Sachen von dem sind nicht schlecht. Das gleiche gilt auch für ihn. Weil der hat nämlich eine Schutzhose. Und allgemein ein ganzes Set voll. Ziemlich gut. Und vor allem hat er hier einen bionischen Arm, den ich haben möchte. Der ist ganz wichtig. Das Dingelchen ist, dass wir hier kein Bett haben. Und ein Bett... Auch wenn das vielleicht einige nicht wissen. Ich wusste es auch lange Zeit nicht. Hat den großen Vorteil, dass es die... Dass es die Chance sehr stark steigert. Dass man erfolgreich erzwungener Todesschlaf Klucker. Ja, finde ich okay. Ist nicht schlimm. Also ich baue es erstmal zu Ende und zeige euch das dann gleich, was ich meine. So, ich kann es euch jetzt schon zeigen. Und zwar werden wir hier noch ein Bett reinmachen. So, schauen wir uns das mal eben an. Nur die Betten brauchen wir uns angucken. Und zwar hier Operationserfolgschance 63% gerade. Und hier unten haben wir eine Erfolgschance von 42%. Jetzt mit dem Dreck auf dem Boden und so weiter und so fort, ist natürlich nochmal weniger gut. Aber... Oh, Robe aus Hypergewebe. Okay. Ist mir egal, sollen sie machen. Zuerst mal reinigen und dann gleich... Das müssen wir mal kurz gucken. Wie hoch ist denn jetzt die Chance, dass wir eine erfolgreiche Operation haben? Ah, 105%. Auf dem Boden haben wir gerade mal 70%. Also das sind mal eben 30%, über 30%, die wir da bekommen. So, und die Operationen sind deswegen wichtig, damit er nicht ausrasten kann. Weil der ist wirklich gefährlich. Der ist stark und da möchte ich eigentlich nichts riskieren. Nahrung können die ruhig roh bekommen. Da
Brauchen wir nicht besonders nett sein. Bei ihm sollten wir auch recht schnell mit den Operationen anfangen, weil... Die wachen alle irgendwann auf und sind alle irgendwann in der Lage hier. Ah gut, die sind beide schon abgeschnitten, das heißt, um den müssen wir uns nicht kümmern. Operation gescheitert. Ja, das Gute ist, dass der den Arm nicht verloren hat. Weil das wäre ziemlich doof gewesen. Ja, tot in 6 Stunden. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will den Arm haben. Nee. Gut. Müssen wir ihn behandeln. Schade. Sehr schade. Scheint sehr schwer zu sein, die Operation. Aber ja, da seht ihr auch diese Prozente. Stimmt, der war ja noch auf dem Boden. Warum versuche ich ihn zweimal zu operieren, wenn er auf dem Boden ist? Aber ihr seht den Unterschied. Ist vielleicht ganz gut so. Zu Demonstrationszwecken. Nochmal operieren sollten wir ihn vielleicht nicht. Wie viel... Ja, der hat einen extremen Blutverlust. Da sollte man noch ein bisschen mit warten. Sonst killen wir den Auto. Nicht automatisch, aber sonst killen wir ihn halt. Aus Versehen. So. Das wäre unschön. Ist an Betäubung gestorben? Wie kann man an einer Betäubung sterben? Wollt ihr mich komplett verarschen? What the fuck? Seit wann können die an der Betäubung sterben? Was ist denn das? Ich muss ja mit dem Code durchlesen hier. Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist er daran gestorben. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Gehen wir das einfach mal durch. Ich werde das eben kurz speichern und wir gucken das gleich nochmal kurz an. Ja? Ich werd den Tod lassen. Ich akzeptiere, dass wir da verloren haben. Ich möchte das mit euch nur nochmal anschauen, damit wir vielleicht nochmal so ein bisschen re-evaluieren können, was ist da eigentlich passiert. Ich werde das nicht so lassen, von wegen ich hole meinen bionischen Arm und cheate dann. Das mache ich nicht. Aber ich will verstehen, warum er genau gestorben ist. So, schauen wir uns das mal eben an. Er hat kein Bewusstsein. Ich denke mal, das Bewusstsein ist auf 0 gekommen. Und hier, Gehirn 5 bis 10. Und er hat ja eine Brandnarbe im Gehirn. Und dadurch ist wahrscheinlich mit der Betäubung zusammen Maximum 1%. Behandeln wir ihn mal. Behandeln wir mal. Er ist momentan sediert. 18 Stunden noch. Lassen wir das einfach mal laufen. Wir werden ihn, wie gesagt, ich werde es nicht überschreiben. Er ist tot bei uns. Aber ich möchte sehen, was da genau passiert ist. Weil er muss ja, das muss ja nach dem sediert worden sein, passiert sein. Er ist zum Beispiel auch sediert. Da können wir dann gleich auch mal nachgucken, was da genau passiert ist. Und hier, der hat eine Unterernährung. Okay, es ist schon weg. Alles gut. Und er wird mit Hämogen... Nein, der wird nicht mit Hämogen gefüllt. Was bist du denn für einer? Lass unser wertvolles Hämogen von dem weg. Das kann ich gleich anstellen bei dem anderen. Da. Tot. Da haben wir es. Ich glaube, beeinflusste Erinnerung, Sehen, Verdauung, Schmerz, aber dadurch ist er gestorben. Der ist auch jetzt wieder gestorben. Nee. Der hat einen kleinen Fehler gemacht. Okay, ich muss das nochmal. Ich werde das mal kurz neu laden und gucken, ob der wieder stirbt an der Betäubung. Ohne OP. Weil jetzt hat die OP ihn gekillt. Anscheinend. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Das war. Die Operation war vorher schon gescheitert. Also er wurde jetzt behandelt. So, und jetzt warte ich. Nö, jetzt stirbt er nicht. Ich kann euch nicht sagen,
woran es genau gelegen hat. Ob er verblutet ist, habe ich vergessen, seine Blutung zu stillen. Vielleicht können wir nochmal nachschauen. Genau, wir können das ja nachschauen, oder? In den Logs, oder? Also da hat er überlebt. Er hätte also überleben können, theoretisch. Da ist er tot. Vielleicht haben wir hier noch eine Logdatei. Ich glaube, wir haben eine Logdatei. Da, Logbuch. Ein Feuer entzündete Betäubung ließ. Das, ja, die Betäubung tötete ihn. Aber es steht nicht genau... Nee. Ich glaube, es hat irgendwas mit seinem Bewusstsein zu tun. Mit der Brandnarbe vielleicht, in Verbindung mit der Betäubung. Schade. Wirklich schade. Ich hätte das sehr gerne gehabt. Den bionischen Arm. Aber ist nicht schlimm. Wir werden uns jetzt erstmal... Ja, was machen wir denn mit ihm? Was macht denn genau die... Ein Teil... Ja, ich glaube, das mit der Glückslobotomie, das, ich meine, mit der chirurgischen Dingsbums, das ist ganz interessant. Das machen wir mal. Den schneiden wir mal auf. Weil ich weiß nicht, inwiefern er sich noch regenerieren oder wehren könnte später. Außerdem wollte ich das mal ausprobieren. Das machen wir mal. Dann sehen wir den Effekt auch mal. Ja, das ist doch hier... Das ist doch mal schön. Da können wir gleich mal den Effekt ausprobieren. Glückslobotomie. Lernfaktor minus 50%. Okay, das ist heftig. Deaktivierte Arbeit. Er kann nicht kochen, nicht bauen, keine Felder. Also er ist eigentlich komplett geistig tot. Der ist komplett deaktiviert eigentlich. Er war schon langsamer Lerner. Glückslobotomie 20. Glücklich, gut, glücklich, warm. Schade, dass er sich noch werden kann. Aber ja, das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Nur in welchen Situationen könnte man das gut verwenden? Vielleicht bei ihr? Vielleicht haben wir dann später eine bessere Chance, wenn wir sie für eine Geburt verwenden wollen. Warum nicht? Ich meine... Schaden kann es nicht, oder? Die werden ja nicht steril dadurch. Also wenn wir sie später noch zum Austragen haben wollen. Aber in dem Alter, ja gut. Trotzdem interessant. Und wir haben sowieso genug Ferrit. Das wird ja gut produziert. Oder? Bioferrit. Ja, wobei wir sollten vielleicht... Ja, 96, da haben wir haben genug. Wir haben mehr als genug. Wir haben sogar noch 96 jetzt, wo das schon durch ist. Da, Glückslobotomie. Kann sich nicht wehren, wird sowieso nicht, weil wir sie ja abgeschnitten haben, aber das ist sehr interessant. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja, meine Lieben, das war heute eine sehr spaßige, wenn auch sehr grausame Folge. Also ich habe viel gelernt, viel ausprobiert vor allem, mit Glückslobotomie. Und das mit dem anderen Gefangenen war auch sehr aufschlussreich, weil ich hatte völlig vergessen, dass wenn Bewusstsein auf Null ist, dass dann auch tot ist. Zumindest scheint RimWorld das so zu behandeln. Ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, woran denkt ihr, ist er gestorben? Weil an Blutverlust war es nicht. Sonst hätte es da gestanden. Es war die Betäubung. Und die Betäubung hat ja folgenden Effekt, dass sie das Bewusstsein runtersetzt. Aber dass es nicht sofort passiert ist, das hat mich gewundert. Naja, schreibt es in die Kommentare. Bis dann und tschüss.